Hallo liebe Zuschauer von den Brick Freaks. Heute zeige ich euch wieder was von der Firma Modbricks aus Bellheim, wo sie auf jeden Fall ihren Lagerverkauf haben. Und Modbricks macht es ja ähnlich ein bisschen wie Bluebricks, arbeitet teilweise mit eigenen Designern zusammen für ihre Mocks, die dann auch bezahlt werden und alles. Und das hier ist wieder vom Florian Weise. Der hatte schon 2, 3 Sets für Modbricks gemacht und ich muss sagen, die Sets werden auch immer besser. Das hier ist leider wieder ohne die Breaking Bad Lizenz, aber ihr erkennt es, es ist das Wohnmobil von Walter White aus, ich glaube in der ersten Staffel, wo sie anfangen mit Jesse Pinkman das Meth in der Wüste zu kochen. Und deswegen heißt das Ganze hier Crystal Ship. 12 plus, ja, also von den Bautechniken her, kriegt es auch ein 8-Jähriger, denke ich, zusammen. Ne, die Modellnummer ist 18267003, warum auch immer dieses Zahl zustande kommt. Das Ganze hat 756 Teile und wird demnächst bei Modbricks im Webshop, genauso wie im Lagerverkauf in Bellheim, erhältlich sein. Ich glaube, der Preis im Webshop wird so um die 35 Euro betragen für die 756 Teile, also sind wir unter 5 Cent. Mit Verpackung und Anleitung ist es ein ganz guter Preis, denke ich, für eine Firma hier in Deutschland. Da kann man eigentlich nicht meckern. Das ist absolut okay. Ja, der Besitzer von Modbricks ist ein großer Breaking Bad Fan, deswegen haben wir jetzt schon das zweite Set aus der Serie. Das erste Set war das Los Pollos Hermanos. Da war ich noch sehr geteilt, weil das als Spielset gemacht war, aber wenn es aus der Serie Breaking Bad kommt, spricht es mit Sicherheit keine Kinder an. Ja gut, man hat den Kindern das einfach hinstellen können als Schnellimbiss. Ja. Hähnchenschuppen, fürs Kind vollkommen egal, aber dann hätte man nicht müssen Los Pollos Hermanos machen. Da war ich noch so ein bisschen zweigeteilt mit dem Set. Vor allem, weil auch Veränderungen im Design gemacht wurden, von denen der Florian nichts wusste. Das ist hier schon deutlich, 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 deutlich besser. Also hier gab es nur 1, 2 Änderungen, hat mir der Florian gesagt. Er ist so ein bisschen unglücklich mit den Reifen. Sie passen jetzt noch zum Camper. Aber die Reifen ist er noch unglücklich. Und das Olivgrün an den Fenstern, das wäre eigentlich nach seinem Entwurf sandblau gewesen. Ja? Also 1, 2 kleine Änderungen haben die Chinesen wieder vorgenommen, vielleicht auch vornehmen müssen, weil es ist eine kleine Firma, die für Modbricks diese Sets herstellt und die müssen auch erst viele Formen herstellen, neu machen, Molds, und müssen sich da auch erst reinfuchsen. Gut. Die Anleitung hier ist nicht allzu groß, aber im Großen und Ganzen kein Problem. Man hat ein bisschen Problem hier mit hell und dunkel beige. Das merkt man wirklich nur sehr schwach, der Unterschied. Aber da es sich ums Gestrüpp handelt, was ihr hier so praktisch zu dem Camper als Beiwerk bekommt, ist vollkommen egal. Das Gestrüpp könnt ihr anordnen, wie ihr wollt. Ja. Gut. Das Diorama und der Diorama-Untergrund besteht aus 4 8 auf 16 Platten in Olivgrün und 2 6 auf 8. Und die Platten haben eine Top-Qualität. Das ganze Set. Die Steine, im Gegensatz zu den vorigen Sets, haben die sich echt nochmal gesteigert. Also für die ersten Sets war die Qualität schon in Ordnung. Ja? So 2 minus 2,5. Aber das hier ist schon deutlich eine 2+. Das ist eine Steinequalität, die ist höher als Xingbao. Absolut in Ordnung. Hat noch nicht ganz das Molking-Niveau oder Winner oder Sembo, aber es ist wirklich so kurz davor. Also es ist wirklich eine gute Steinequalität. Modbricks, macht weiter so mit eurem Hersteller. Wunderbar. Ja, ansonsten haben wir hier nichts. Ja, ein bisschen ein paar Meth-Pfützen hier und ansonsten nur Gestrüpp. Wer sich das Auto jetzt für seine Stadt geholt hat, der freut sich über die Platten. Ja, 8 auf 16er, 4 Stück in Oliv.
Weiß gar nicht, ob es das überhaupt von Lego gibt. Keine Ahnung. Bin ich auch zu faul zum Nachgucken. Googelt selber. Und dann er hier. Und ich muss sagen, also guckt euch mal das Original an. Ich meine, das ist einfach eins der hässlichsten amerikanischen Wohnmobile, so wie auch im Walter White sein Auto eins der hässlichsten amerikanischen Autos ist. Übrigens mit Absicht habe ich von einem Interview der beiden Regisseure gelesen. Also sie wollten mit Absicht das absolut unbeliebteste Auto für Walter White, um nochmal eins draufzusetzen zu seinem Schicksal. Und das ist auch ihnen beim Camper hier gelungen. Das Ding ist wirklich keine Schönheit. Ja. Es ist ein schlichter amerikanischer Camper. Der ist auch fast aufgebaut wie ein Lego City Auto. Also Zusammenbau wirklich gut. Qualität top. Alles hält wunderbar, da fällt nichts ab. Die Haltekraft ist spitze. Die Scheiben, die beiden Cockpitscheiben und die 16 oder wie viel Fensterscheiben, die in dem Set drin sind, die sind leicht verkratzt. Wie bei allen Chinesen fast. Ja, also da stehen sie in nichts nach. Ansonsten zum Aufbau, das ist, jetzt seht ihr hinten hier auf der Anleitung, ja, besteht aus drei Teilen. Dem Dach, dem Auto und der Baseplatte. Also man kann hier, es ist so ähnlich wie bei einem Modular gemacht, ich muss es nur gucken, dass ich nicht zu viel abziehe. So, ja, haben wir auch nochmal drei braune 8x16er. Und innen drin haben wir unser kleines Drogenlabor. Ja, also viele Gefäße, Fässer und so weiter. Und jetzt ist die Frage, fällt euch was auf oder muss ich euch darauf aufmerksam machen? Hinter dem gelben Fass. Ich habe gedacht, ich sehe es richtig. Ihr seht, von außen sind die schraffierten Steine, die Modified 1x2 Brick. Und wir wissen alle aus jahrelanger Lego und allen Kopierern der Steine, auf der einen Seite sind vertikale, auf der anderen horizontalen. Die Chinesen haben auf die andere Seite den Masonry Brick gesetzt. Ja, das sieht man es hier nochmal. Ja. Hier sieht man es auch nochmal. Seht ihr das? Unfassbar, oder? 2 in 1. Das macht so lange nichts, solange der Designer vertikale Streifen nur verbaut in seinem Set. Ne? Also, horizontale. Sobald er vertikale Streifen will, kommt man mit den Steinen natürlich nicht mehr mit. Plus, dass natürlich der Einsatz, das Mauerwerk im Auto, es ist gut, es ist viel vorne dran gestellt, aber es wirkt schon befremdlich. Es wirkt schon befremdlich. Ansonsten ist drin nichts mehr. Es ist auch kaum Platz. Klar, ist eine 8 Stud, eine typische Camper, LKW, Citybreite, von daher Florian bleibt ja gerne in dem Maßstab und es ist auch gut so. Der Aufbau ist stabil. Das Einzige, was mir ein, zweimal abgeflogen ist, sind hier die Slopes, aber das war halt, als ich das Rad dran gebracht habe und so weiter. Ansonsten ist das alles hier stabil gebaut, gute Bautechniken, gute Teilequalität. Bei den durchsichtigen Steinen, die sind ganz leicht milchig, aber vollkommen in Ordnung, nichts verkratzt, alles gut. Die haben auch die Straffierung auf der einen Seite und das Mauerwerk auf der anderen Seite. Die Tür war, glaube ich, noch eine andere, hat Florian gesagt. Er hätte noch eine andere Tür verbaut. Designtechnisch habe ich hier nur drei Sachen zu bemängeln an dem ganzen Modell. Das eine ist einfach persönliche Sache. Mir gefällt es mit den Slopes hier vorne nicht so. Dadurch, dass es wird so unruhig durch die vielen Unterbrechungen. Das ist aber mit Sicherheit der Form geschuldet, die man haben will, plus die Steine, die verfügbar sind. Ja? Also ich wüsste auch nicht, wie es besser machen soll. Florian, das ist kein Angriff. Ja? Das ist einfach nur persönliche, fällt mir auf, das macht das Ganze ein bisschen sehr unruhig. Ansonsten ist der Winkel und alles absolut top. Ich hätte es besser gefunden, wenn die Tür oben noch mit einer Reihe gekontert wäre. Ihr wisst selber, Türen gehen schnell weg durch die Höhe, die Hebelkraft. Und was auch suboptimal ist, ist, die Tür geht gerade so unter dem Gestänge auf.
Aber das sind es ja wirklich nur Kleinigkeiten. Da das Ganze in meinen Augen, gut, man kann ein Kind mit spielen lassen, ja, macht oben die Messfahne weg und gut ist, dann kann man das auch jedem Kind in die Stadt stellen. Das Kind wird denken, danke Tante Gerda für dieses extrem hässliche Auto. Der Erwachsene denkt, cool, das Crystal Ship aus Breaking Bad. Okay. Also wie gesagt, ich denke, das ist ein Modell, was sich hauptsächlich an Erwachsene richtet. Und dann ist es mit der Tür nicht schlimm, weil das macht man eh nicht groß auf und zu. Und dann ist es mit dem Gestänge auch nicht schlimm. Und wie gesagt, da weiß ich einfach nicht. Das ist, ja. Florian ist so gut, ich denke, wenn es da eine ästhetisch bessere Lösung gegeben hätte, um den Winkel und die Proportion beizubehalten. Also wie gesagt, Florian, sei mir nicht böse, das ist nicht angreifend gemeint. Es fällt nur auf. Ja. Kann ich das Set empfehlen? Ich denke, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist absolut in Ordnung. Wir sind unter 5 Cent. Wir haben eine Verpackung dazu. Ja, hier professionell. Das habe ich wahrscheinlich die Meff-Fahne oben umgeschmissen. Also wir haben eine Verpackung dazu. Was natürlich auch ein paar Kosten sind. Wir haben eine gedruckte Anleitung. Da will ich Modbrix noch fragen, ob sie nicht vielleicht auch die PDFs online stellen können. Einfach für die Leute, die es gibt. Es ist immer schön, wenn man die Möglichkeit für beides hat. Ja. Das finde ich gut an Lego, dass man wirklich immer Zugriff auf die PDFs hat. Das finde ich auch schade bei Bluebrix, die gerne mit digital bauen. Absolut in Ordnung. Ich mache es nicht so gerne, aber ich finde es halt einen großen Nachteil, dass wenn ich Wochenende irgendwo hinfahre, ich einen PC mitnehmen muss oder ein Handy oder irgendwas. Also von daher finde ich immer super, wenn es beides ist. Liebe Modbrix Leute, überlegt doch mal, ob ihr irgendwie die PDF noch online stellen könnt. Ansonsten, also wenn euch das Auto gefällt, ihr Breaking Bad Fan seid, das Auto gefällt, ist so eine Sache. Ne? Das ist cool, weil es das Breaking Bad ist. Ich würde sagen, Breaking Bad ist die Fernsehserie, die das Serienzeitalter eingeläutet hat, im großen Stil. Lost hat es begonnen. Breaking Bad hat es dann wirklich zum Durchbruch verholfen, dass man mit gut erzählten Fernsehserien Spielfilme in die Ecke stellen kann und dass man auch Fernsehserien professionell und spielfilmmäßig produzieren kann und schreiben kann. Wunderbar, also an Breaking Bad gibt es echt wenig auszusetzen. Das ist wirklich eine der besten Serien. Wenn ihr zu Recht Fans der Serie seid und denkt, cool, das Crystal Ship ist cool, holt's euch. Das Set ist auf jeden Fall das Geld wert. Die Teile sind gut, die Anleitung ist okay, bis auf das kleine Farbproblem mit hell und dunkelter. Und das ist alles. Ja. Viel mehr gibt es nicht zu sagen. Habt ihr irgendwelche Fragen, schreibt mich an. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit. Euer Frank. Bis bald. Bye bye.